Heute gibt es viel aufzuarbeiten. Ja, Janet Yellen hat gestern etwas für Unruhe gesorgt. Gleich mehr dazu auf Aktienlos.tv. Aber zuvor noch ein Hinweis in eigener Sache. Unbedingt ansehen. Diesen Donnerstag zu Gast bei Aktienlos Live, die Börsenshow, Simon Betschinger. Er ist Gründer und CEO von TraderFox und Herausgeber des Aktienmagazins. Simon Betschinger gilt als einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem Master Traders Blog ein 100.000 Euro Echtgelddepot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm, das Depot zu verzehnfachen. In der Börsenshow sprechen wir live mit Simon Betschinger über die größten Chancen, die der Aktienmarkt gerade bietet und welche Aktien tatsächlich ein verzehnfacher Potenzial haben. Diese Woche Donnerstag, 19 Uhr, Aktienlust live, die Börsenshow. Einschalten. Und natürlich das große Aktienlust-Börsenspiel. Schalten Sie ein und erfahren Sie die Top-Aktien von Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf, der erfolgreichen Bild-Kolumnistin Katja Eckert, die Finanzdiva und ihr Financial-Top-Assistent Jens Will und natürlich die Chefredakteure von Börse Online, Jens Kastner und Lars Winter. Alles live, alles echt. Also, dabei sein lohnt sich. Diesen Donnerstag, 19 Uhr, live auf YouTube. Link zur Sendung unter dem Video. Ja, herzlich willkommen auf Aktienlust.tv. Ja, es geht wirklich weiterhin spannend zu an den Börsen. Ja, gestern, da war sicherlich dem ein oder anderen, vor allen Dingen jungen Anleger, das Herz in die Hose gerutscht, als das dann am Nachmittag doch ordentlich abwärts ging mit den Kursen, vor allen Dingen im Nasdaq. Ja, was war da los? Natürlich, wir haben ja auch schon immer wieder geschrieben, wir bewegen uns auf hohen Niveaus und da fehlen momentan so ein bisschen wirklich diese fundamentalen Gründe, die Kurse noch weiter anzutreiben. Die Zahlen sind super durch die Bank weg. Da werde ich heute auch wieder einige im Gepäck haben. Aber natürlich, wie gesagt, auf diesem hohen Niveau, da bedarf es schon wirklich massiver positiver Impulse, um die Kurse noch weiter anzutreiben. Vor allen Dingen, wenn es ja das ein oder andere vielleicht auch zu beachten gilt, was eben negativ auf die Kurse wirken könnte. Ja, und da sorgte Janet Yellen gestern, die ehemalige Notenbankchefin, jetzige Finanzministerin der USA, für Unruhe, als sie in einem Interview von der Möglichkeit sprach, dass die Zinsen angehoben werden müssten. Ja, das reichte aus, die Kurse dann irgendwie auf Talfahrt zu schicken. Ja, man hat erst zuvor schon gemunkelt, ja, ist es ein chinesischer Jet, der in den Luftraum von Taiwan eingedrungen ist, oder waren es professionelle Fonds, die irgendwie im Optionsscheingeschäft in Schieflage geraten waren. Alles Mögliche ging da über die Ticker, um zu erklären, was da letztendlich los war, warum eben die Kurse zurückkamen. Am Ende lag es wahrscheinlich an Janet Yellen, aber vielleicht auch einfach an der Tatsache, dass sehr, sehr viele Investoren auf Gewinnen sitzen und einfach Angst haben, wenn es jetzt in den Keller geht. Natürlich mit Ausnahme derjenigen, die extrem spekulativ unterwegs sind, die sehen schon seit mehreren Tagen und Wochen sinkende Kurse. Aber das ist auch eigentlich im Grunde genommen gesund für die Märkte. Das ist das ja, was einen langfristigen Aufwärtstrend eigentlich kennzeichnet, dass er immer wieder mal Luft ablässt, nicht in Gänze, sondern eben dort, wo es auch notwendig ist, wo zuvor zu viel Spekulationsluft auch reingeblasen wurde. Das muss dann auch mal korrigiert werden. Und wenn wir uns eben den Nasdaq jetzt anschauen, wie gesagt, wir hatten jetzt beim Nasdaq Composite ja das Top im Februar diesen Jahres. Dann haben wir ja diese kleine Konsolidierungsphase gehabt, wo der Nasdaq dann zurückgefallen ist von 14,2 auf 12,5. Ja, das war schon mal ein bisschen was gewesen. Dann haben wir uns wieder erholt, sind wieder an diese Tops ran und gestern jetzt wieder Richtung 13,5 zurück. Ähnlich übrigens auch beim Nasdaq 100. Da ging es sogar auf 13,4 knapp runter. Aber das ist alles noch im Bereich einer wirklich Konsolidierungsphase auf hohem Niveau.
einfach auch ein Ausatmen des Erreichten. Und Sie sehen es ja auch jetzt im Chart vom Nasdaq, wie die 200-Tage-Linie ja stetig, fast geradlinig nach oben läuft, aber immer noch aktuell mit 12.388 weit vom aktuellen Kursniveau entfernt ist. Und natürlich kann es sein, dass wir im Technologiesektor auch die nächsten Wochen uns noch schwer tun, über die Tops rauszukommen, dass wir immer wieder mal Anläufe unternehmen, aber auch wieder zurücksetzen, dass wir erstmal Kraft wieder sammeln müssen. Vielleicht brauchen wir auch wirklich da die Rückkehr zur Normalität zu sehen. Ja, geht es denn auch wirklich im Investitionstempo weiter, wenn wir ein bisschen wieder in die Normalität zurückkehren? Was passiert dann auch mit den Zinsen? Wobei ja Janet Yellen nicht verantwortlich ist für die Zinspolitik, sondern eben Jerome Powell. Und der US-Notenbankchef hat jetzt immer wieder ganz klar Stellung bezogen. Er sieht den Zeitpunkt für höhere Zinsen noch lange nicht gekommen. Dazu braucht es erstmal wirklich ein deutlich stabileren Fundament der US-Wirtschaft, vor allen Dingen in Sachen Arbeitsplätze. Da ist noch einiges zu tun. Und von daher glaube ich nicht, dass das dieses Jahr ein Thema sein wird, frühestens eben nächstes Jahr. Und dass man wirklich unterscheiden muss, das sieht man eben auch am Dow Jones. Wenn Sie sich diesen Chart mal anschauen, ja, da bewegen wir uns einfach auf hohem Niveau und diese bisschen Schwankungen hin und her, das ist einfach gar nicht eigentlich der Rede wert. Ja, und vor allen Dingen deswegen muss man wirklich sich schon wundern, wie auch jetzt Reaktionen, jetzt, wenn man das Video von mir gestern sieht, wie da Leute schon wieder in Panik geraten, weil mal ein paar Kurse zurückkommen. Also wer damit nicht zurechtkommt, der hat an der Börse wirklich nichts verloren, weil das gehört dazu, Schwankungen. Und letztendlich sollte man sich über Korrekturen freuen, denn nur Korrekturen bieten einem wirklich mal gute Chancen, in Aktien zu investieren. Ja, wer in die Trends, in die Fahnenstangen oben rein rennt und da investiert, der liegt kurzfristig mal richtig, aber eben nicht langfristig. Und oft sind es diejenigen, die dann entnervt das Handtuch werfen, wenn es mir mal wieder zurückgeht. Also wir sehen auch aktuell überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie wieder eine neue Abstauberliste aufzulegen, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir kurz vor einer neuen massiven Korrektur stehen. Dafür sind die monetären Rahmenbedingungen einfach zu klar. Dafür sind die Zahlen und Entwicklungen einfach auch zu gut. Und die Störfeuer, die wir haben oder die potenziellen, die sind eigentlich alle bekannt. Klar, irgendein schwarzer Schwan, wenn China jetzt in Richtung Taiwan auf einmal ernst macht, das hat ja niemand auf dem Schirm. Das sollte man auch nicht darüber spekulieren. Aber grundsätzlich denke ich, wir haben vor allen Dingen in Sachen Pandemie viele, viele gute Signale, dass wir hier wirklich dem Ende dieser Lockdown-Maßnahmen, vor allen Dingen in den westlichen Industriestaaten, näher kommen. Natürlich, wir haben noch Indien, das ist wirklich eine Katastrophe, was da passiert. Da ist nur zu hoffen, dass auch die internationale Hilfe da letztendlich mal greift. Aber wie gesagt, in den westlichen Industriestaaten, auch in China, da ist man doch der Pandemiebekämpfung deutlich weiter. Und von daher ist hier wirklich über den Sommer hinweg in Richtung Herbst Entspannung angesagt. Und dann ist natürlich dann auch wieder, ja, Industrie, Leben unter Volldampf auf der Agenda, und das kann natürlich die Kurse auch nochmal weiter beflügeln. Von daher gehe ich fast eher davon aus, dass wir nochmal in eine Blase nach oben reinlaufen, als dass wir zuvor schon in den Korrekturmodus übergehen. Aber wie gesagt, das müssen wir. Da bleibt uns auch nichts anderes übrig. Tag für Tag, Woche für Woche neu bewerten. Kommen wir zu dem, was man ja an der Börse tun sollte, nämlich in gute Unternehmen investieren. Und sind auch immer wieder Schwankungen ausgesetzt. Und bei guten Unternehmen, und das ist immer so, das bleibt auch immer so, sollte es da aus irgendeinem Grund mal stärkere Rücksetzer geben, freuen Sie sich darüber. Ärgern Sie sich nicht, freuen Sie sich darüber. Denn es gibt ja nichts Schöneres als Qualität zu günstigen Preisen zu bekommen. Das machen Sie im Alltag ja auch, wenn Sie ein Auto kaufen, einen Fernseher kaufen oder was auch immer. Wenn Sie etwas, Ihr Objekt der Begierde, auf einmal zum Schnäppchenpreis bekommen, da freuen Sie sich. Nur am Aktienmarkt, da hat man das oder viele Privatanleger eben nicht verinnerlicht, dass man sich auch da freuen sollte. Ja?
Gut, von Schnäppchenkursen sind wir jetzt bei T-Mobile US entfernt, liegt aber auch wirklich an der rasanten Entwicklung. Da gab es gestern nachbörslich eben Zahlen und der Umsatz legte im ersten Quartal um satte 78% auf 19,8 Milliarden Dollar zu. Hängt natürlich auch mit der Übernahme oder Fusion eben mit Sprint zusammen. Man schloss 773.000 neue Verträge und damit hat man die Analystenerwartungen geschlagen. Also nachbörslich ging es dann auch wieder 2% nach oben, also das Minus von gestern, das wird heute auch wieder glattgestellt. Ja, interessanter in dem Zusammenhang ist und bleibt für mich aber die deutsche Mutter, Deutsche Telekom, weil da ist natürlich dieser Wert der T-Mobile-Tochter überhaupt noch nicht entsprechend oder gebührend berücksichtigt. Und auch hier in Europa, in dem Rest der Welt, hat ja die Deutsche Telekom Wachstumspotenzial. Und wenn man mal den Chart jetzt auch von 2013 sieht, wie vorher ja auch bei T-Mobile, da sieht die Welt gar nicht mal so schlecht aus. Ja, also da haben wir schon eine schöne Entwicklung genommen seither. Klar, seit 2015 haben wir hier eine Seitwärtskonsolidierung. Zuletzt versucht die Aktie wieder nach oben rauszukommen. Und natürlich, die Zahlen von gestern, die schlagen sich auch heute positiv bei der T-Aktie zu Buche. Von daher, hier bleiben wir absolut optimistisch. Die Dividende ist gezahlt. Wir haben uns ein bisschen gesetzt. Jetzt wieder der Zeitpunkt, da gut einsteigen zu können. Was haben wir noch? Match Group, ja, interessante Aktie. Die Mutter von Tinder, ja, also die Dating-Plattform. Und ja, natürlich in Zeiten des Lockdowns, wenn die Leute zu Hause bleiben, dann beschäftigt man sich online damit, Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch den künftigen Partner kennenzulernen. Und von daher läuft das Geschäft der Match Group gar nicht so schlecht. Im ersten Quartal ging es um 23% mit dem Umsatz hoch auf 668 Millionen Dollar. Analysten hatten knapp 651 Millionen erwartet. Und mit 57 Cent Gewinn wurden die Erwartungen von 40 Cent ganz klar geschlagen. Und der Ausblick, der ist auch positiv. Von daher die Aktie nachbörslich 6,4% wieder nach oben. Und das Minus im Chart, das Sie sehen, das ist damit eigentlich auch schon wieder ausgeglichen. Natürlich ist die Aktie kein Schnäppchen. 40 Milliarden Dollar Börsenwert, KGV 55. Wir kommen in der Spitze von 175 Dollar. Also da ist es natürlich schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir trotzdem irgendwie über die Sommermonate hinweg zumindest vielleicht nochmal diese 130 Dollar sehen. Wir waren ja gestern knapp davor. Auf diesem Niveau, denke ich, ist diese Aktie durchaus interessant. Ja, wirklich stark interessant, und das haben wir ja auch schon hier immer wieder auf dem Schirm, ist der gesamte Gaming-Sektor. Und Activision Blizzard legte gestern wirklich klasse Zahlen vor. Erstes Quartal Gewinn je Aktie 98 Cent. Hier hatten Analysten mit 70 Cent gerechnet und Umsatz 2,38 Milliarden Dollar. Und der war wirklich eklatant über den Erwartungen von 1,78 Milliarden Dollar. Natürlich auch im Lockdown wird gespielt, wird gegambelt, was das Zeug hält. Das kommt Activision zugute. Und wie gesagt, auch hier nachbörslich über 6% nach oben. Und das passt natürlich eigentlich vorbildliche Korrektur zuletzt. In der Spitze von 105 Dollar ging es da zurück. Eben jetzt auf 88 Dollar, knapp bis zur 200-Tage-Linie. Heute geht es wieder nach oben. Also das könnte schon der Anstoß für die nächste Kursavance sein. Es geht natürlich auch langweilig, aber solide. Und das ist auch etwas, was ich ja schätze, ja, und viele, auch junge Anleger, machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie ausschließlich in diese gehypten Aktien investieren. Und dann gibt es solche Einbrüche manchmal, dass man fast gar keine Lust mehr hat zu investieren, statt sich wirklich ein Fundament mit langfristigen Wachstumsaktien aufzubauen. Und eben nicht auch nicht nur im IT-Bereich. Klar, die GAFAM-Aktien, die kann ich nach wie vor jedem empfehlen, aber auch im Bereich Pharma oder irgendwas, überall mal ein bisschen solide Aktien ins Depot nehmen, eben wie eine Novo Nordisk. Und wenn Sie den Chart eben sehen, natürlich gibt es da Ausschwankungen, da gibt es auch mal Einbrüche, aber hier geht es immer wieder nach oben und Novo Nordisk hat jetzt den Ausblick sogar noch angehoben. Jetzt das letzte Quartal lief stark, Nettogewinn 12,62 Milliarden dänische Kronen, das sind rund 1,7 Milliarden Euro, beim leicht rückläufigen Umsatz
aber eben hatten 33,8 Milliarden Kronen, aber Analysten hatten hier 32,3 erwartet und auch beim Nettogewinn waren die Erwartungen niedriger angesiedelt. Und jetzt erwartet eben Novo Nordisk, man hat den Anblick angehoben für 2021 ein Umsatzwachstum von 6-10 statt bisher von 5-9% und beim operativen Gewinn soll eben ein Plus jetzt von 5-9 statt von 4-8% stehen. Das sehen Sie, diese kleinen Nuancen, weil man wirklich so solide im Markt ist, dass man wirklich ja, nur minimal schraubt, aber das hat Qualität und daran kann man natürlich auch als Aktionär partizipieren. Übrigens auch das Aktienrückkaufprogramm wurde hier nochmal um 1 Milliarde Krone aufgestockt. Aber auch ich sage mal, im Standardwertebereich kann man spekulieren. Ja. Wir hatten hier beispielsweise relativ früh bei Hugo Boss dieses Turnaround-Potenzial ins Spiel gebracht. Dann die Gerüchte um mögliche Übernahmen von LVMH oder Kering. Jetzt hat Hugo Boss Zahlen gemeldet und die fielen besser aus als erwartet. Also man hat den Verlust deutlich verringern können und operativ sogar einen kleinen Gewinn erzielt, also im ersten Quartal Umsatz 497 Millionen Euro, 10% unter dem Vorjahreswert, weil wie gesagt, wir sind ja noch in der Pandemie, letztes Jahr natürlich, die ersten beiden Monate waren die Geschäfte natürlich weltweit auch noch offen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern war mit 1 Million Euro leicht positiv, nach einem Verlust von 14 Millionen Euro im Vorjahr und der Konzernverlust unter dem Strich verringerte sich auf 8 Millionen von 18 Millionen Euro. Und wie gesagt, hier hatten Analysten deutlich schlechtere Zahlen auf dem Schirm, sodass die Aktie heute weiter zulegt. Und wenn Sie sich den Chart anschauen, ist natürlich ein Traum für alle Turnaround-Investoren. Und ich denke hier 50, 60 Euro, da liegt die Zielmarke für die Aktie. Und das ist etwas, was ich für äußerst attraktiv erachte und auch ein Label, das man kennt, wo man wirklich auch Produkte kennt. Und das sollte man ja durchaus auf dem Schirm haben. Ja, deutlich nach oben geht es heute auch mit der Deutschen Post. Ja, man hat im ersten Quartal die Erwartungen richtig deutlich schlagen können. Beim Umsatz 18,86 statt 17,59 Milliarden wie erwartet. Deutlich mehr als im Jahr vorher mit 15,5. Und ein EBIT von 1,911 Milliarden Euro. Mehr als verdreifacht zum Vorjahr bei einer Umsatzrendite von 10,7%, im Vorjahr 3,8%, statt im negativen Cashflow, im positiven Free Cashflow von 1,18 Milliarden Euro. Und auch der Ausblick stimmt. Man erwartet ein EBIT von 6,7 Milliarden Euro für das Gesamtjahr und ein EBIT von mehr als 7 Milliarden Euro. Also das ist wirklich fulminant heute, die Aktie über 50 Euro, wobei ich mir da nach wie vor schwer tue, in diese Entwicklung da hinein zu kaufen. Ich meine, natürlich aktuell profitiert die Deutsche Post wahnsinnig von diesem ganzen Paketverkehr. Da wird sich auch so schnell nicht ändern, nur die Konkurrenz, die lauert schon am Horizont und das sollte man in der Hinterhand haben. Natürlich aktuell noch voll im Flow und man kann dabei sein und sich freuen. Aber bitte sollte man da die Entwicklung nicht in die ganz ferne Zukunft eben schreiben. Ja, kommen wir zu zwei sehr spekulativen Aktien, die wir hier auch auf dem Schirm haben. Und da gibt es ja einen und ich bitte allmählich mal darum, nicht jedes Video mit dem Alteryx-Post zu untermauern. Heute gibt es Zahlen, die machen ja auch wieder Hoffnung. Und das sollte man jetzt auch mal gut sein lassen, weil es gibt sicherlich den einen oder anderen, dem das langsam ein bisschen auf den Zeiger geht. Also Alteryx hat Zahlen gemeldet. Alteryx, wirklich unsere Spekulation im Bereich der Datenanalyse, Daten, das Gold des 21. Jahrhunderts, mit der ganzen Datenfülle wirklich Entscheidungen im Unternehmen treffen, indem man die bestmöglichst auswertet. Das ist das Steckenpferd von Alteryx. Man hat jetzt Zahlen gemeldet, die besser als erwartet ausgefallen sind und auch beim Ausblick hat man dann doch wieder die Anleger versöhnt, sodass es gestern nachbörslich zwischen 6-10% dann auch wieder nach oben geht. Und da schauen wir uns erstmal den Chart an.
Es könnte tatsächlich die Punktlandung aus der Charttechnik sein, dass wir uns wirklich diese Tiefs aus dem letzten Jahr, aus dem Corona-Tief, die haben wir ja jetzt nochmal getestet. Und wenn es von jetzt an nach oben geht, das könnte dann definitiv die Trendwende für die Aktie sein. Also halten wir es mal fest, Ergebnis je Aktie ein Minus von 8 Cent. Natürlich, die Aktie ist noch defizitär unterwegs, aber Analysten hatten ein Minus von 23 Cent auf dem Schirm. Und auch beim Umsatz lag man mit 118,8 Millionen über den Erwartungen von 106 Millionen Dollar. Vor allen Dingen, diese Umstellung des Geschäftsmodells macht sich positiv bemerkbar. Also die wiederkehrenden Umsätze, also das, was auch garantiert wieder in Zukunft generiert wird, die stiegen jetzt insgesamt auf 513 Millionen Dollar und das ist eine Steigerung um 27%. 72.000 Kunden nutzen Alteryx oder Alteryx-Lösungen und darunter sind eben 776 oder 39% der Top-Unternehmen in den USA eben vertreten. Im ersten Quartal Cashflow 26 Millionen Dollar und wie gesagt, das Unternehmen hat Liquiditätsreserven von über 1 Milliarde Dollar, ist also kerngesund, steht das Unternehmen da. Fürs zweite Quartal erwartet man jetzt einen Umsatz von 111 bis 114 Millionen, weiteres Wachstum 15 bis 18%. Das sind keine immensen Wachstumsraten, das muss man dazu sagen, weil natürlich trotz allem, das sehen wir auch in der Konkurrenz, im Bereich dieser Datenanalyse zuletzt deutlich weniger investiert wurde. Aber das ist ein Sektor, da gehen wir fest davon aus, dass man hier wieder das Portemonnaie öffnet, hier wieder massiv investiert, weil man hier auch, viele Experten sehen hier den Schlüssel einfach dazu, dass sich Unternehmen gegenüber der Konkurrenz eben absetzen können. Also, es wird nochmal ein Verlust erwartet von 22 bis 19 Millionen Dollar oder 27 bis 24 Cent. Aber das ist auch besser als erwartet. Und für das Gesamtjahr wurde jetzt die Umsatzprognose von 565 bis 575 Millionen Dollar ausgegeben, was ein Wachstum von 14 bis 16% ist. Und wie gesagt, man erhöht auch die Prognose für das Ergebnis, für den Betriebsgewinn oder Verlust von entweder minus 5 Millionen Dollar Verlust bis 5 Millionen Dollar Gewinn. Das heißt also, der Sprung in die Gewinnzone bei Alteryx, der rückt jetzt immer näher und das ist doch sehr, sehr positiv. Also wie gesagt, Alteryx gut unterwegs. Man hat zum Beispiel jetzt auch bei der US-Volkszählung den Auftrag erhalten, die Daten zu analysieren. Also sehr bunt aufgestellt, auch in dem Kundenspektrum. Also auch die US-Regierungsbehörden greifen auf Alteryx zu. Also von daher, wenn heute wirklich von heute an der Startschuss erfolgt für eine Trendwende, da kann man diese Aktie spekulativ beimischen. Aber Sie sehen es, und das ist halt auch wichtig, und das ist mir auch wichtig, in solche junge Unternehmen zu investieren. Und das Nächste ist noch spekulativer. Das hat natürlich eben auch Risiken, gerade in unsicheren Zeiten, wenn wir hier natürlich keine Gewinne, Dividenden, nichts dagegen steht, sondern eigentlich nur Kursfantasie vorhanden ist. Da ist das Rückschlagspotenzial einfach groß. Aber natürlich haben wir hier beispielsweise bei Alteryx schon eine relativ gute Gewissheit, dass das Unternehmen in 5, 6 Jahren hochprofitabel unterwegs sein kann. Und von daher ist das natürlich etwas, was man investieren kann, aber immer wissen muss, ich kann hier zwischendurch auch mal richtig böse eins auf die Nase bekommen. Von daher eben vielleicht auch technisch schauen. Sollte diese Unterstützung da bei 76 Dollar nachhaltig unterschritten werden, kann man auch erstmal die Reißleine ziehen, nimmt die Aktie auf die Watchlist, stellt vielleicht bei 60 Dollar dann das nächste Mal den Fuß in die Tür. Wie gesagt, das ist ja, aktuell sieht es ja anders aus, als könnten wir wirklich die Trendwende sehen. Würde ich mich freuen, wie gesagt, weil so eine Aktie natürlich wirklich ein potenzieller Vervielfacher in den nächsten Jahren ist. Aber es gibt da einfach keine Garantie dafür. Und noch weniger gibt es diese Garantie eben bei Veritone, ein Unternehmen, was im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs ist, durchaus namhafte Kunden hat, im Bereich Social Media, aber auch beispielsweise eine Nvidia als Kunde an Bord hat. Ja, und hier
stellt sich die Situation so dar, man hat eigentlich starke Zahlen vorgelegt, aber natürlich immer noch in Bereichen, ja, auf sehr niedrigem Niveau. Wir reden hier bei Veritone von einem Unternehmen mit einem Börsenwert von 500 Milliarden Euro, roundabout 600 Millionen Euro. Also für US-Verhältnisse wirklich ein Zwerg. Und dementsprechend muss man auch die Zahlen eben einordnen. Also Veritone verfügt über Cash von 125 Millionen Dollar. Man hat auch keine hohe Cash-Burn-Rate. Also man erzielt positive operative Margen und investiert einfach viel in das weitere Wachstum, auch natürlich in die Mitarbeiterzahl. Wichtig ist jetzt, dass sich das Umsatzwachstum sogar beschleunigt hat im letzten Quartal. Also im Auftaktquartal ging es mit dem Umsatz um 54% nach oben, im vierten Quartal war das noch 35%. Erstes Quartal Umsatz 18,3 Millionen Dollar, Nettoverlust 3,9 Millionen Dollar. Aber das ist eben dieser Nettoverlust, resultiert eben auch aus den Investitionen, die da getätigt werden. Ja. Was ist sonst noch zu sagen? Für das zweite Quartal soll es weiter nach oben gehen mit dem Umsatz. 18,8 bis 19,2 Millionen Dollar, Steigerung um 43%. Und beim Nettoverlust erwartet man zwischen 5 und 4,5 Millionen Dollar. Das wäre eine weitere Verbesserung von 17%. Das ist bei solchen Zwergen natürlich noch so. Man investiert viel, man generiert Nettoverluste, um einfach in das weitere Marktpotenzial zu investieren. Veritone hat vor allen Dingen den Energiesektor im Visier. Und hier sind ja künstliche Intelligenzlösungen, smarte Lösungen im Energiebereich natürlich ganz stark gefragt. Und bei Veritone sieht man hier einen langfristigen Markt von 20 Milliarden Dollar vor der Brust. Also das ist schon ordentlich was. Und wie gesagt, deswegen Veritone sieht das auch sehr, sehr positiv nach vorne, hat die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Und zwar auf 78,5 bis 83,5 Millionen Dollar. Und man erwartet einen Verlust von 17 bis 14 Millionen Dollar. Und das wäre eben eine Verbesserung immerhin um 25% zum Vorjahr. Schauen wir uns den Chart an. Natürlich, wir hatten hier schon zu Jahresbeginn Kurse von 50 Dollar. Jetzt ging es eben zurück auf 20 Dollar. Hier haben wir eine wichtige Unterstützung. Und auch hier gilt natürlich, dieses sollte im besten Fall halten, weil die nächste Unterstützung, die liegt dann im Bereich von 13 Dollar, 10 Dollar und das ist schon nochmal ein ordentlicher Weg. Aber auch hier gilt natürlich, wenn die Entwicklung weitergeht, hat die Aktie langfristig definitiv das Potenzial, sich zu vervielfachen. Aber was zuvor passiert, das müssen wir wirklich immer wieder verfolgen, immer wieder neu bewerten. Weil natürlich kann auch so ein Unternehmen mal von Wettbewerbern verdrängt werden. Ja, das geht auch ganz schnell. Hier rechne ich aber eher damit, dass man so ein Unternehmen vielleicht auch mal in das Übernahmevisier nimmt. Das hat ja Veritone selbst sogar mal ins Gespräch gebracht. Aber unter Kursen von 70 Dollar würde man sich eben nicht ins Schaufenster stellen. Auch das hat man kommuniziert. Von daher, wie gesagt, eine spannende, spekulativ hochinteressante Aktie mit eben allen entsprechenden Risiken. Ja, dass man Risiken, und da bin ich heute bei der letzten Aktie, dass man Risiken natürlich auch bei Unternehmen hat, die man schon länger auf dem Zettel hat und die auch eigentlich seit Jahren ja gespielt und gehandelt werden, das sieht man bei iRobot, übrigens eine Lieblingsaktie unserer Nicole. Ja, da ging es jetzt nach den Zahlen bergab. Zwischendurch war man ja mal durch diese ganzen GameStop, die Reddit-Trader auch auf der Kaufseite, da ging es ja mächtig nach oben in der Spitze auf knapp 200 Dollar. Ja, gestriger Schlusskurs 96 Dollar und die Unterstützung liegt eigentlich bei 80 Dollar. Da finde ich die Aktie natürlich schon wieder spannend, weil wenn wir uns jetzt die Zahlen mal anschauen, man hat zwar die Erwartungen verfehlt, aber immerhin Umsatz im ersten Quartal 58% nach oben auf 303 Millionen Dollar, operatives Ergebnis 6,4 Millionen Dollar plus nach minus 20 Millionen Dollar im Vorjahr. Klar, das Quartal war natürlich belastet und ein Nettoergebnis eben von 26 Cent je Aktie steht hier zu Buche. Und der Konzernchef selbst sieht sich gut gerüstet. Das erste Quartal zeigt, es geht wieder nach oben. Und man erwartet jetzt für 2021 einen Umsatz zwischen 1,67 und 1,71 Milliarden Dollar
und einem operativen Ergebnis zwischen 69 und 79 Millionen Dollar. Das wären 1,85 Dollar bis 2,10 Dollar. Wie gesagt, dann sind wir hier beim KGV von knapp 40 für die Aktie. Und das ist so etwas, was man angesichts des Wachstumstempos und den Perspektiven von dem Unternehmen durchaus als einigermaßen fair betrachten kann. Also wie gesagt, ich sehe die Aktie langfristig sehr, sehr aussichtsreich. Man muss natürlich schauen, wann man hier den Fuß in die Tür stellt. Ja, das war's für heute. Morgen dann, wie gesagt, unsere nächste Live-Show mit Simon Betschinger. Und er ist ja wirklich so ein Perlensucher nach jungen Wachstumsunternehmen. Und da schauen wir mal, was er morgen da im Gepäck hat. Er ist ja auch immer auf der Suche nach möglichen Verzehnfachern. Und ich denke, dass das ein oder andere Interessante da morgen dabei sein wird. Unbedingt vormerken, unsere Show ist ja schon auf unserem YouTube-Channel auch angelegt. Da kann man schon mal das Erinnerungsglöckchen da mal markieren, damit man auch wirklich dann das morgen nicht verpasst, wenn es wieder um 19 Uhr heißt. Herzlich willkommen aus dem Fuchsbau in Fulda. In diesem Sinne Ihnen noch einen schönen Börsentag. Ihr Jürgen Spind.